Wir sind jetzt im Königspalast. Genau, the Grand Palace steht ja immer auf der Zeichnung dran. Königspalast oder Grand Palace. Grand Palace deswegen großer Palast, weil hier sich nicht mehr der König befindet, sondern die Anlage vom ehemaligen König ist. Also von den alten Königen, kann man so schön sagen. Hinten auch schön zu sehen, der Chedi, der goldene Chedi im Hintergrund. Sozusagen gleich als Eröffnung für unsere kleine Reise durch den Königspalast. Schauen wir mal, was uns da geboten wird. So, wir sind jetzt im Palast drin, im inneren Bereich. Ich habe mich schon am Anfang gewundert, weil die halt sehr darauf geachtet haben, dass man entsprechende Kleidung anhat. Ich zeige euch auch gleich Andi nochmal. Der musste sich natürlich eine Hose kaufen, obwohl er kniebedeckt war, aber es hat nicht ausgereicht. Ich mit meinem Kleid konnte so rein. Wir haben jetzt pro Person 500 Baht Eintritt bezahlt, stimmt? Genau, 500 Baht pro Person und dann nochmal 200 für die Hose. Genau, für die Hose noch 200 Baht. Und dann sind wir jetzt hier durchgegangen. Man muss auch einen Mundschutz tragen. Ich denke aber, dass sich das ein bisschen verlaufen wird, weil bei der Hitze ist das schon echt unangenehm. Zu der Hose nochmal ganz speziell gesagt. Früher gab es die Hosen im Verleih. Da konnte man sich eine ausleihen und hat die dann wieder abgegeben. Aber jetzt werden die Hosen verkauft, direkt hier in der Tempelanlage bzw. in der Palastanlage. Oder wenn man hierher spaziert, sind auch genug Händler, die die Hose ebenfalls für 200 Baht verkaufen. Also spart man in dem Sinne kein Baht. Okay, ich habe jetzt die Preise praktisch an den Fußgängerzone nicht gesehen. Deshalb, wir wollten einfach auch abwarten, ob man vielleicht was anziehen muss oder nicht. Deshalb sind wir direkt zum Palast gegangen. Falls euch die Hose nicht gefällt, die hat Katrin ausgesucht. Jetzt zeigen wir euch aber die Hose mal. Okay. Jetzt machen wir es nicht spannender, wie es ist. So, jetzt könnt ihr Andi noch mal sehen. Das ist die schöne Hose, die wir ihm käuflich erworben haben. Wir haben uns dann doch für Blau und Blauton entschieden und nicht so eine bunte Elefantenhose. Aber das ist natürlich jedem Geschmack überlassen. Und jetzt machen wir uns auf durch die schöne Anlage hier. Schauen wir mal. Genau, ich kenne den Weg. Ich war schon zweimal hier. Deswegen folge mir, Katrin. Im Jahre 1782 machte sich der gerade frisch gekrönte König Rama der Erste daran, in der neuen Hauptstadt den Grundstein für diesen Palast zu legen. Er findet sich am östlichen Ufer des Chao Phraya. Diese Galerien umgeben wie ein Kreuzgang den gesamten Tempelbezirk. Auf insgesamt 178 Feldern wird das Ramakien, das große hinduistische Epos über die Gottheiten Rama und sein Sieg über das Böse erzählt. Thank you.
Sin Onni, wichtigste Tempel an Lara Bangkok, der Wat Pak Keong. Hier befindet sich das Nationalheiligtum Thailands, der Smaragdbuddha. Dieser ist nicht wie der Name Amarakno oder aus Smaragd, sondern ein Buddha aus Jade. Der Buddha selbst ist nur 66 cm groß und sitzt dort oben auf dem vergoldeten Thron. Jedoch hat er eine wichtige religiöse Bedeutung. Ihm werden magische Kräfte nachgesagt und die geheimnisvolle kostbare Statue gibt es unzählige Mythen und Legenden.
haben dieses Mal absichtlich nicht so viel kommentiert, weil wir denken, dass die Bilder für sich sprechen. Es ist eine wunderschöne Anlage, man kann sehr viel sehen, es ist interessant und wir hatten hier einen wunderschönen Tag. Jeder, der in Bangkok ist, sollte sich das auf jeden Fall mal angeschaut haben.